Schön, dass Sie wieder da sind. Herr Präsident des Abgeordnetenhauses, lieber Ralf Wieland, sehr geehrte Damen und Herren Fraktionsvorsitzende, sehr geehrte Senatorinnen und Senatoren, meine Damen und Herren, wir erinnern uns alle noch an den Tag vor gut 4 Wochen. Bei strahlendem Sonnenschein waren wir hier an unserem Verfassungstag, dem 1. Oktober, zusammengekommen, um 10 Menschen zu ehren, die Großartiges für unsere Stadt leisten. Es war eine schöne und feierliche Atmosphäre, die dann leider durch einen tragischen medizinischen Notfall abrupt endete. Einer unserer Gäste, der selbst Träger des Landesordens ist und ausgezeichnet wurde für die hervorragenden Kontakte zur Bundeswehr und zu unserem Patenschiff, dem Einsatzgruppenversorger Berlin, einer unserer Gäste ist zusammengebrochen, aber zum Glück konnten hier vor Ort viele durch ihr beherztes Eingreifen Schlimmeres verhindern. Herr Brömme, ein Herr von meinem Personenschutz, der Vater von Frau Fries und andere haben sofort schnell und gut helfen können, wofür ich sehr dankbar bin, denn es war wirklich eine sehr ernste Situation, eine Situation auf Messerschneide. Und ich
danke Ihnen allen sehr für Ihr Verständnis, dass ich die Veranstaltung dann auch abgebrochen habe, denn ich glaube, man konnte in dieser Situation einfach nicht mehr unbeschwert weiterfeiern. Und glücklicherweise kann ich Ihnen allen heute auch noch einmal versichern, dass es unserem Kapitänleutnant wieder gut geht, dass er sich aber auch noch weiter erholt, hat sich bei mir gemeldet und lässt sich alle ganz herzlich grüßen und bedankt sich auch bei Ihnen für das Verständnis. Es ist also eine große Erleichterung und ich freue mich, dass wir heute diese Zeremonie mit einem guten Gefühl wiederholen können. Meine Damen und Herren, ein besonderer Dank gilt auch Ihnen, den zu ehrenden Personen, die Sie alle sehen, noch einmal ins Rote Rathaus gekommen sind. Auch Frau Benzo wird der Orden heute auf Ihren Wunsch hin nochmal im Kreis aller anderen Ordensträgerinnen und Ordensträger überreicht. Liebe Ordensträgerinnen und Ordensträger des Jahres 2021, Ihnen soll heute Abend die verdiente Aufmerksamkeit zuteil werden. Ich begrüße Sie und alle Gäste im Saal sehr herzlich. Meine Damen und Herren, der Verdienstorden wird in Anerkennung und Würdigung hervorragender Verdienste um Berlin führen. Heute werden 5 Frauen und 5 Männer für ihr Engagement, ihre Haltung und ihre Inspiration ausgezeichnet. Ob sie bedürftigen Menschen zur Seite stehen oder sich für ein grenzenloses gesellschaftliches Miteinander einsetzen, ob in der Kunst und Kultur oder beim Sport, überall haben sie etwas bewegt und sich mit hohem persönlichen Einsatz eingebracht. Sie haben Berlin auf ihre Weise mitgestaltet. Ihr Engagement ist ein großes Geschenk für Berlin. Dass Berlin heute eine so attraktive, weltoffene und solidarische Weltstadt ist, auch das Werk vieler Berlinerinnen und Berliner, die sich für ihr Umfeld und ihre Stadt verantwortlich fühlen und selbst die Initiative ergreifen, nicht auf andere warten. Und das ist das Werk jener Personen, die zum Beispiel durch ihr künstlerisches Schaffen oder ihre sportlichen Erfolge die Metropole Berlin in Deutschland und der Welt repräsentieren. Ich freue mich darauf, dass ich neben den Trägerinnen und Trägern des Verdienstordens rund 1,1 Millionen Ehrenamtliche für ein gutes Miteinander in unserer Stadt einbringen und dass wir auch das heute ein Stück weit sichtbar machen können. Ohne Sie alle könnten wir in Berlin vieles nicht stemmen. Und Ihr Engagement ist insbesondere für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft unverzichtbar. Kaum eine andere Zeit zeigt das so deutlich wie die Corona-Pandemie, während das öffentliche Leben in unserer Stadt heruntergefahren werden musste, haben sich eben viele Berlinerinnen und Berliner mit viel Engagement und Kreativität um ihre Mitmenschen gekümmert. Wir haben in dieser Zeit gespürt, welche Stellenwert Solidarität für unsere Gesellschaft hat. Diese Krise war eine neuerliche Bewährungsprobe für Berlin und hat zum wiederholten Mal gezeigt, wie stark das solidarische Miteinander in unserer Stadt ausgeprägt ist. Meine Damen und Herren, wie vielfältig neben dem Außergewöhnlichen auch das alltägliche Engagement unserer Stadt ausgeprägt ist, das zeigt der Anlass, zu dem wir uns heute hier versammelt haben. Wir wollen jene Frauen und Männer ehren, die in Berlin in ganz herausragender Weise geprägt und mitgestaltet haben, mitunter jeden Tag. Ich freue mich, Ihnen jetzt die neuen Trägerinnen und Träger des Verdienstordens des Landes Berlin vorstellen zu können. Meine Damen und Herren, es gibt Menschen, die ihr ganzes Wirken in den Dienst einer Sache stellen, die mit Ausdauer, Hartnäckigkeit und ganz viel innerer Überzeugung alles dafür tun, um ein bestimmtes gesellschaftliches Anliegen durchzusetzen und dabei keinen Aufwand scheuen, keine Zeit, keine Mühe. Und Sie, liebe Frau Benzug, sind so ein Mensch. Und es ist mir eine große Freude, Ihnen heute noch einmal den Verdienstorden überreichen zu dürfen. Soweit ich es weiß, und ich war über 20 Mal dabei, ist es noch keinem gelungen, innerhalb von 4 Wochen 2-mal dabei zu sein. Seit vielen Jahren engagiert sich Frau Benzug ehrenamtlich für die Belange von Menschen mit Behinderung und chronischen Krankheiten, davon seit 7 Jahren als Vorsitzende der Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin.
Damit leitet sie eine Dachorganisation, die seit über 40 Jahren Vereine, Selbsthilfegruppen und Stiftungen im Engagement für Selbsthilfe und eine inklusive Stadtgesellschaft vereinigt. Damit könnte man die Landesvereinigung ohne Frage als eine Pionierin für das Thema Inklusion bezeichnen, und zwar eine, die schon viel erreicht hat. So war sie an der Entwicklung des 1999 in Kraft getretenen Landesgleichberechtigungsgesetzes beteiligt. Darüber hinaus ist sie mit der Landesvereinigung in vielen Netzwerken der Selbsthilfe, Antidiskriminierungsarbeit und Wohlfahrtspflege aktiv. Und als wäre das noch nicht tagesfüllend, engagiert sich Frau Benzog noch in vielen weiteren, so im Deutschen Rheuma-Liga-Bundesverband, im Verbandsrat des Paritätischen Gesamtverbandes und auch im Fachgremium Pflege 4.0 der Berliner Gesundheitsverwaltung. Darüber hinaus ist Frau Benzog für das Patientenempowerment im Bereich Digital Health aktiv, ein Thema, das in Zukunft eine noch viel größere Rolle spielen wird. Ich möchte betonen, dass dieses Engagement, das ich hier gar nicht vollständig aufzählen kann, neben ihrer Berufstätigkeit als Geschäftsführerin des Instituts für Kulturmarktforschung stattfindet. Und auch hier nutzt sie jede Möglichkeit, um den Blick auf das Thema Inklusion zu richten. So nimmt sie ihre Arbeit auch zum Anlass, um mehr Inklusion im Bereich der Kultur einzufordern, so etwa eine Inklusionsgarantie für Kulturveranstaltungen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einmal davon gesprochen, dass das Ehrenamt die neuralgischen Punkte unserer Gesellschaft finden. Man könnte auch sagen, dass Sie, liebe Frau Benzog, immer wieder den Finger in die Wunde legen. Für dieses großartige Engagement danke ich Ihnen im Namen des Berliner Senats sehr herzlich und darf Sie nun zur Aushändigung des Berliner Landes. Als er 1989 für die damals alternative Liste in das Abgeordnetenhaus von Berlin einzog, übernahm er sogleich Verantwortung für Themen, die seinen weiteren politischen Weg prägen sollten: Verkehrs- und Europapolitik. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte Michael Kramer sich vielfach für eine umweltschonende Mobilität eingebracht. Ein Projekt möchte ich hier besonders hervorheben, nämlich seine Initiative, den gut 160 Kilometer langen Mauerweg um das frühere West-Berlin fahrradfreundlich auszugestalten. Ein Projekt, das klimafreundliche Mobilität mit historischer Erinnerungskultur verbindet, allein das ist schon aller Ehren wert. In 15 Jahren im Abgeordnetenhaus folgten dann aber weitere 15 Jahre im Europäischen Parlament. Und auch hier setzte er seinen Einsatz für eine ökologische Verkehrspolitik fort.
Immer geht es ihm neben dem Klimaschutz auch darum, die Europäerinnen und Europäer mental einander näher zu bringen. Also Begegnungen zwischen ihnen auch dadurch zu schaffen, dass Mobilitätslücken entlang aller Grenzen geschlossen werden. Als im 2005 der Beschluss des EU-Parlaments zum Ausbau des Iron Curtain Trails, des Europaradwegs entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs gelangt, war das ein wichtiger Meilenstein seines Wirkens. Ebenso der von ihm mit vorangetriebene EU-Beschluss von 2017 zur Finanzierung einzelner Lückenschlüsse zwischen den Bahnverbindungen verschiedener europäischer Länder. Er tat das in dem Bewusstsein, dass die Bewältigung großer Herausforderungen wie den Klimawandel eben nur gemeinsam gelingt. Im 60. Jahr des Mauerbaus erinnern wir uns nicht nur daran, mit welch gravierenden Folgen die Teilung Berlins, Deutschlands und Europas für die Menschen verbunden war, sondern auch daran, was der unbedingte Wille zu Freiheit und Demokratie bewirken kann. Dieser gemeinsame Gestaltungswille wird auch für die Zukunft entscheidend sein und dafür braucht es Menschen wie Michael Kramer, der mit seinem Engagement Großes bewirkt hat. Sie haben, du hast, lieber Michael Kramer, mit diesem unermüdlichen Einsatz die Menschen einander näher gebracht und damit dem Zusammenwachsen Europas wichtige Impulse gegeben. Dafür danke ich im Namen des Senats von Berlin sehr herzlich und darf dich nun zur Aushändigung des Verdienstordens des Landes Berlin zu mir nehmen. Der Lebensweg von Nitwin de Vries liest sich fast wie eine Bilderbuchkarriere. Mit 14 Jahren stand sie für ihren ersten Film vor der Kamera. Mit 16 spielte sie an der Seite von Götz George und Schimanski. Und dann folgten Schlag auf Schlag weitere Rollen, so in Serien wie Soko Köln oder Bellabrück. In Frederik Steiners und Morgen Mittag bin ich tot brillierte sie als Schwerkranke auf der Suche nach Sterbehilfe und in Thomas Stiers Drama, sie hat es verdient, als eiskalte Mörderin. Bereits hier war klar, dass Nitwin de Vries sich längst zu einer gefragten Charakterdarstellerin entwickelt hatte. Zahlreiche Auszeichnungen zeugen von ihrem schauspielerischen Können, das sie auch schon hier im Haus unter Beweis stellte. Bei den Dreharbeiten zu Babylon Berlin, zu der Serie, die unsere Stadt in ihrem Namen trägt und die das Rote Rathaus zu einer ihrer Kulissen gewählt hat. Eine Serie, die wie ein Donnerschlag beim Publikum eingeschlagen hat und die mit ihrem Namen verbunden ist. Mehr Auszeichnung für eine Stadt kann es kaum geben. Für Berlin als Film- und Medienstandort und für Berlin als offene und vielfältige Kulturmetropole in der Zeit von Babylon Berlin wie heute. Frau Vries gibt diesem Berlin mit ihrer Schauspielkunst ein Gesicht und wird damit zu einer Identifikationsfigur für viele Menschen. Und genau das nutzt sie, um der Gesellschaft auch etwas zurückzugeben. Sie nutzt ihre Popularität, um wichtige Themen in den Fokus zu rücken und Veränderungen anzustoßen. So setzt sie sich dafür ein, dass wir den Klimawandel mit einem Systemwechsel begegnen. Sie fordert eine Stadt, die Wohlstand neu definiert durch Umweltschutz, Gesundheitsbewusstsein, Achtsamkeit und stößt damit eine wichtige gesellschaftliche Debatte an und erreicht viele Menschen, die die Politik nicht immer erreicht. Frau Vries sagte einmal, dass sie sich als öffentlicher Mensch in der Verantwortung sehe, ihre Stimme zu erheben. Dass sie diese Überzeugung und Leben erfüllt, dafür danke ich an die Stadt Berlin. Wir brauchen Menschen, die in der Öffentlichkeit Position beziehen und sich für Themen wie Menschen stark machen.
Frau Fries hat unlängst in einem Interview betont, dass es ein Glück sei, solche Möglichkeiten zu erhalten. Wir sind froh, dass Sie, liebe Frau Fries, diese Möglichkeiten ergriffen haben. Für sich und für andere. Ihr Engagement ist Vorbild, insbesondere auch für junge Menschen, sich aktiv in gesellschaftliche Debatten einzubringen und mitzudiskutieren. Gerade mit Blick auf die kommenden Herausforderungen brauchen wir eine Zivilgesellschaft, die sich an der Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft aktiv beteiligt. Dass Sie neben Ihrer Schauspielkunst auch dafür Gesicht zeigen, dafür sind wir Ihnen sehr dankbar und wollen Sie heute mit dem Verdienstorden des Landes Berlin. Meine Damen und Herren, wie begegnen wir als Gesellschaft am besten den Gefahren für die Gesundheit der Menschen? Wie können wir Menschen, die sich etwa mit einem Virus infizieren, bestmöglich helfen und ihre gleichberechtigte Teilhabe sichern? Solche Fragen haben die öffentliche Debatte in den vergangenen anderthalb Jahren dominiert. Für Ute Hillerswürken in Berlin und darüber hinaus sind sie allerdings bei weitem nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie zentral. Ute Hiller engagiert sich seit vielen Jahren im Berliner AIDS-Hilfe-EV und ist dessen hauptamtliche Geschäftsführerin. Mit ihrer Arbeit trägt sie enorm viel dazu bei, Menschen über HIV und AIDS sowie andere sexuell übertragbare Krankheiten zu informieren, Betroffenen bestmögliche Unterstützung zu geben und auch Vorurteile, Stigmatisierung und Diskriminierung in unserer Gesellschaft weiter zu bekämpfen. Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe zur Selbsthilfe sowie die Unterstützung von Menschen mit HIV und AIDS bei der Vertretung ihrer eigenen Interessen. Das Engagement von Ute Hiller ist auch auf der politischen Ebene sehr bedeutsam. Sie bringt die Perspektive der Berliner AIDS-Hilfe mit Nachdruck in die öffentliche Debatte ein. Mit ihrem unermüdlichen Einsatz hat sie etwa maßgeblich mit dazu beigetragen, dass Berlin sich der Fast-Brexit-Initiative angeschlossen hat. In diesem internationalen Netzwerk hat Berlin sich zu besonderen Anstrengungen bei der Prävention und im Kampf gegen HIV und AIDS verpflichtet. Glücklicherweise haben sich unsere Möglichkeiten, HIV und AIDS zu begegnen, über die Jahre deutlich verbessert. Aber wir brauchen nach wie vor die Arbeit von Persönlichkeiten wie Ute Hiller. Prävention und Aufklärung zu sexuell übertragbaren Krankheiten, aber gerade auch der entschlossene Einsatz gegen vielfältige Formen der Ausgrenzung sowie die solidarische Unterstützung von Betroffenen bleiben unverzichtbar. Den Einsatz für gesellschaftlichen Zusammenhalt gegen Vorurteile und Diskriminierung verkörpert Ute Hiller in herausragender Weise. Davon zeugt ihr beeindruckendes Wirken für die Berliner AIDS-Hilfe, aber auch ihr Engagement im Vorstand des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin. Liebe Ute Hiller, unsere Stadt hat Ihnen viel zu verdanken. Und ich freue mich, Sie dafür heute mit dem Verdienstorden des Landes Berlin auszeichnen. Die Kulturmetropole Berlin besticht in vielen anderen Trümpfen mit ihrem einzigartigen Angebot an Festivals. Jedes Festival hat seine ganz eigene Strahlkraft und Gerhard Kempel ist der Mann hinter gleich drei Festivals in unserer Stadt.
Mit dem Klassik Open Air auf dem Gendarmenmarkt darf der Musikproduzent Gerd Kempe sich ganz verdient als Festivalmacher bezeichnen, denn er war derjenige, der die Vision von Konzertaufführung in der atemberaubenden Kulisse des Gendarmenmarkts hat. Als Gründer und Initiator und mit Unterstützung durch weitere Partner etablierte er das Festival, ich finde, auch auf einem der schönsten Plätze mindestens Berlins. Seit 1992 ziehen große Stars aus Deutschland und aller Welt in jedem Sommer tausende Musikfans an, unvergessliche Gänsehautmomente inklusive. Der Gendarmenmarkt ohne Klassik Open Air ist heute für viele unvorstellbar. Für Fans der eher krachenden Töne inszenierte Gerd Kempe mit zwei weiteren Ideengebern das Feuerwerkfestival Pyronale und verankerte damit ein weiteres Publikumsmagneten in Berlins Kulturlandschaft. Seit 2006 gibt es die Pyronale auf dem Maifeld am Olympiastadion, die inzwischen als eines der wichtigsten Feuerwerkfestivals weltweit gilt. Gerd Kempe ist ihr künstlerischer Direktor. Offenbar scheint der Kempe zu jedem Menschen zu gehören, dem zwei Beine zu stehen, aber nicht genügen. Seit dem Jahr 2016 kümmert er sich um ein drittes Festival und übernahm die künstlerische Leitung der Jüdischen Kulturtage Berlin, die in jedem Jahr ein buntes Programm vielfältiger jüdischer Kultur bereithalten und einen Einblick in jüdisches Leben in Berlin geben. Als Intendant trägt er Kempe damit zur interkulturellen und interreligiösen Verständigung bei. Lieber Herr Kempe, es gäbe weitaus mehr über Ihr Schaffen zu berichten, jedoch bleibt es dafür heute nicht genügend Zeit. Seit über 25 Jahren sorgen Sie mit Ihrem unermüdlichen Engagement und auch mit den genannten drei in Ihrer Art sehr unterschiedlichen Festivals für eine große Bereicherung unserer Berliner Kulturlandschaft. Sie sind ein wahrer Freund und Förderer der Berliner Kunst. Berlin hat Ihnen unglaublich viel zu verdanken. Ich freue mich sehr, Ihnen heute als Zeichen dieser Anerkennung und des Dankes den Verdienstorden des Landes Berlin aushängen zu können. Meine Damen und Herren, 101 Sterne ziert der Boulevard der Stars auf dem Potsdamer Platz und auf einem der Sterne steht der Name des Mannes, der heute mit dem Verdienstorden ausgezeichnet wird, Wolfgang Kohlhaasen. Er ist einer der bedeutendsten und erfolgreichsten Drehbuchautoren der deutschen Filmgeschichte, als Regisseur und Schriftsteller. Für seine herausragenden Verdienste um den deutschen Film Wolfgang Kohlhaasen in den letzten 70 Jahren seines Schaffens viele bedeutende Preise erhalten, wie das Bundesverdienstkreuz am Bande und den goldenen Ehrenbären der Berlinale. Was in seiner beeindruckenden Liste der Auszeichnungen bisher noch fehlte, ist die höchste Auszeichnung seiner Geburtsstadt Berlin. Ja, Wolfgang Kohlhaasen gehört zu den bedeutsamsten Persönlichkeiten des deutschen Films. Berlin würdigt ihn dafür, dass er in vielen seiner Werke auch ein Abbild Berlins in die Welt transportiert hat. Mögen noch so unterhaltsame Figuren in seinen Drehbüchern gestanden haben, eine heimliche Hauptrolle spielt oft auch Berlin. Mit sehr viel Gespür für die Stadt und die Befindlichkeiten der Menschen gelang es dem Drehbuchautor immer wieder, neben den Protagonisten mit ihren geschliffenen Dialogen auch jeweiligen Zeitgeist in den Fokus der Kameras zu rücken. Vom Nachkriegsfilm über das DDR-Kino vor und nach dem Mauerbau bis hin zum gesamtdeutschen Film war Berlin oft Ausgangspunkt für seine Geschichten. In seinen ersten bedeutenden DEFA-Filmen Berlin, Ecke Schönhauser sind es die Jugendlichen unter den U-Bahn-Bögen der Schönhauser Allee, der graue Alltag in den Hinterhöfen des Prenzlauer Bergs, also
Sunny, die beiden Freundinnen im Sommer vorm Balkon. Immer widmet sich Wolfgang Kohlhase einfühlsam dem Milieu seiner Hauptfiguren, die meist dem Typus einfacher Leute von nebenan entsprechen. Er setzt sie mit seinen Drehbüchern gelungen ins Bild, ihre Geschichten berühren das Publikum. Drehbuchautoren stehen viel zu selten im Mittelpunkt. Aber das große Talent des Kohlhase blieb, des Wolfgang Kohlhase blieb zum Glück nicht lange unentdeckt. Seine Filme sind Legende und auch ein Teil deutsch-deutscher Filmgeschichte. Lieber Herr Kohlhase, von Ihrem Schaffen profitiert nicht nur die Filmbranche. Sie haben damit auch Berlin geschenkt. Die Filmmetropole Berlin ist sehr stolz auf Ihren berühmten Drehbuchautor. Es ist mir eine große Freude, Sie heute mit dem Verdienstorden des Landes Berlin auszeichnen zu können. Die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg ist in vielen Bereichen eng miteinander verflochten. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg steht exemplarisch für eine geglückte Fusion zwischen Ost und West, zwischen Hauptstadt und Flächenland. Dagmar Rhein ist die Frau hinter diesem Erfolg. Als erste Frau an der Spitze einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt hat Dagmar Rhein deutsche Mediengeschichte geschrieben und den Weg für weitere Intendantinnen geebnet. Unter ihrer Führung wuchsen zwei Sender, die unterschiedlicher nicht sein konnten, zu einer Rundfunkanstalt zusammen. Bei ihren Entscheidungen musste Frau Rhein auch viel Gegenwind aushalten. Aber alle Anstrengungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihrer Intendanten waren es wert. Inzwischen ist der RBB längst fest etabliert. Seine Hörfunksender und sein Fernsehprogramm gehören zu den reichweitenstärksten medialen Angeboten im Sendegebiet. Vor allem aber kommt dem RBB als öffentlich-rechtlicher Rundfunk in seiner Rolle, zu informieren, zu hinterfragen und aufzuklären, eine große Verantwortung gegenüber unserer demokratischen Gesellschaft zu, die es sich im heutigen Zeitalter der Fake News ganz besonders wirkt. Liebe Frau Rhein, die geglückte Fusion von SFB und ORB wird immer auch mit Ihrem Namen verbunden sein. Im gleichen Atemzug wird man sich auch noch lange daran erinnern, dass sich der RBB unter Dagmar Rhein zu einem familienfreundlichen Arbeitgeber weiterentwickelt und den Frauenanteil in Führungspositionen auf über 40% angehoben hat. Die Intendantin hat viele Frauen dazu ermutigt, ihren Weg zu gehen und auf der anderen Seite hartnäckig für mehr Gleichberechtigung innerhalb des RBB-Teams geworben. Auf diese Weise hat die überzeugte Frauenforderung tiefe Pflöcke für mehr Gleichberechtigung eingeschlagen und wurde zum Vorbild auch für andere Unternehmen in der Stadt. Entsprechend dem Naturell einer guten Journalistin offen und interessiert durch das Leben zu gehen, engagiert sich Dagmar Rhein auch nach ihrem beruflichen Ausscheiden weiter in vielen Ehrenämtern. Berlin profitiert damit weiterhin sehr von ihrem Engagement. So ist sie unter anderem auch als stellvertretende Vorsitzende im Vorstand der Stiftung Preußische Seehandlung, im Kuratorium der Humboldt-Universität zu Berlin, im Kuratorium der Stiftung Brandenburger Tor und als Beiratsvorsitzende in der Einstein-Stiftung ehrenamtlich in unserer Stadt unterwegs. Liebe Frau Rhein, Sie haben Herausragendes für unsere Stadt geleistet und Berlin würdigt Sie dafür mit dem Verdienstorden des Landes Berlin. Ich bitte Sie jetzt zur Auslegung zurückzukommen. Vielen Dank.
Berlin gilt in aller Welt als Ort, an dem man sich verwirklichen und frei entfalten, Konventionen trotzen und Neues schaffen kann. Zu diesem Bild von Berlin und der damit verbundenen Anziehungskraft trägt nicht zuletzt die Clubkultur in unserer Stadt vieles bei. Sie steht für Freiheit und Lebenslust, gemeinschaftliches Erlebnis und ein kurzzeitiges Ausbrechen aus dem Alltag. Das Engagement von Pamela Schobes verdeutlicht, dass die Clubkultur für Berlin nicht nur all das, sondern auch viel mehr bedeutet. Nach dem Abitur zog es Pamela Schobes Anfang der 90er Jahre aus der hessischen Provinz nach Berlin. Hier wurde sie Clubmitbetreiberin und ist aktuell Co-Geschäftsführerin des Gretchen Kreuzberg. Ihr Wirken geht aber weit über den Betrieb des eigenen Clubs hinaus. Als Vorstandsvorsitzende der Clubkommission Berlin setzt sie sich unermüdlich dafür ein, den Belangen von Berliner Club, Party, Kultur, Ereignissen, Veranstaltern Gehör zu verschaffen. Das Bewusstsein für die wirtschaftliche Bedeutung der Berliner Clublandschaft, für ihre Beiträge zum kulturellen Angebot und zur internationalen Attraktivität Berlins ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Dazu hat Frau Schobes viel beigetragen. Sie steht für eine Clubszene, die sich als Mitgestalterin der Stadtgesellschaft versteht. Die Clubkommission bringt sich aktiv in stadtpolitische Debatten ein, beispielsweise in die Diskussion zur Boden- und Flächennutzungspolitik, zu Nutzungsmischung oder Gewerbemieten. Das ist gerade auch mit Blick auf die vergangenen rund anderthalb Jahre sehr gewählt. Die Corona-Pandemie hat die Clubszene in unserer Stadt sehr hart getroffen. In dieser absoluten Ausnahmesituation hat sich die Clubkommission unter ihrem Vorsitz als wichtiger und konstruktiver Akteur bewiesen, auch als Partner im Kampf gegen die Pandemie. Sie hat die Belange ihrer Mitglieder in die politischen Diskussionen eingebracht und ebenso Clubs und Veranstaltern Unterstützung geboten, damit diese auch von den Hilfsmaßnahmen profitieren können. Sehr geehrte Frau Schobes, die Clubkultur hat eine wahrlich nicht einfache Zeit erlebt. Aber Persönlichkeiten wie Sie stehen dafür, dass dieser wichtige Teil Berlins auch künftig weit über die Grenzen unserer Stadt hinaus für Begeisterung sorgen wird. Und natürlich freuen wir uns auf viele weitere Impulse aus der Berliner Clublandschaft für unsere Stadtgesellschaft und für die Diskussion über die Entwicklung Berlins. Ich freue mich, Sie heute mit dem Verdienstorden des Landes Berlins auszeichnen. Meine Damen und Herren, Stefan Schwarz ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Und das bedeutet bei ihm auch, sich nicht nur dem eigenen Betrieb, sondern auch dem Gemeinwohl verpflichtet zu fühlen, sich einzubringen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Seine Heimatstadt Berlin hat von dieser Haltung stets sehr profitiert. 1996 übernahm Stefan Schwarz die Leitung des Familienunternehmens DRG in dritter Generation und schreibt die mittlerweile 101-jährige Firmengeschichte des Gebäudereinigers mit großem Erfolg fort. Er baute das Unternehmen aus, gründete neue Standorte, setzte verstärkt auf Nachhaltigkeit und Qualität und ganz besonders auch auf eine zufriedene Belegschaft. Mehrfach wurde die DRG für ihre herausragende Servicequalität sowie als bester Arbeitgeber ausgezeichnet. Allein in Berlin sichert das Unternehmen heute knapp 2000 gute Arbeitsplätze, mehr als 4200 sind es bundesweit. Trotz des fordernden Einsatzes für die eigene Firma fand und findet Stefan Schwarz immer auch Zeit für herausragendes ehrenamtliches Engagement. Man denke nur an sein Wirken als Präsident der Berliner Handwerkskammer. 16 Jahre von
2003 bis 2019 hat er das Amt mit großem Sachverstand und Einsatz ausgefüllt und viel für die Kammern, das Berliner Handwerk und damit die ganze Stadt bewegt. Als Beispiele nenne ich unser Aktionsprogramm Handwerk oder die von Stefan Schwarz gemeinsam mit Berlins damaligen IHK-Präsidenten Erich Schweizer initiierte Mendelssohn-Medaille für Unternehmen, die sich wie die GAG und ihr Chef in besonderer Weise ehrenamtlich für Berlin und die Berlinerinnen und Berliner engagieren. Der gesetzliche Mindestlohn, die berufliche Integration Geflüchteter oder die Fachkräftegewinnung sind weitere Zukunftsthemen, für die sich Stefan Schwarz als Kammerpräsident früher als andere und sehr erfolgreich eingesetzt hat und mit denen er auch die wirtschaftlichen Beziehungen zu unserer Partnerstadt Paris vertieft hat. Er war also nicht nur Gesicht und Stimme des Berliner Handwerks, er war auch ein wichtiger Impulsgeber, Beweger und Gestalter der gesamten Berliner Wirtschaft. Und vor allem ein leidenschaftlicher Anwalt der Interessen unserer Stadt und ihrer Menschen. Und das ist Stefan Schwarz bis heute. Als verantwortungsbewusster Familienunternehmer, ebenso wie durch seine vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten, denen er sich nach wie vor widmet, etwa in der Kultur oder natürlich auch in der Wirtschaft. Viele gute Gründe also, um heute mit dem Berliner Landesfonds zu ehren. Damit darf ich Sie, lieber Herr Schwarz, zum Ende. Meine Damen und Herren, er ist eine der ganz großen Persönlichkeiten des Berliner Sports. Olympia- und WM-Dritter, zweifacher Europameister, 14 Mal in Folge deutscher Meister, mal 14 Mal in Folge deutscher Meister, 12 Mal Pokal und 4 Mal Europapokalsieger, 3 Mal Bundesliga-Torschützenkönig und das sind nur einige seiner wichtigsten Erfolge. Hagen Stamm hat als Spieler nahezu alles gewonnen, was es im Wasserball zu gewinnen gibt. Hinzu kommt eine nicht weniger erfolgreiche Trainerlaufbahn. Als 12-Jähriger begann er mit dem Wasserball, mit 15 absolvierte er sein erstes Bundesligaspiel. Seither hat Hagen Stamm die Sportart über mehr als 40 Jahre wie kaum ein anderer geprägt. Sein Herz gehörte dabei stets dem wasservollen Spandau 04. Trotz vieler teils spektakulärer Angebote ist der Weltklasse-Center während seiner gesamten aktiven Karriere von 1972 bis 1992 bei seinem Heimatverein geblieben und hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich die Wasserfreunde zum europäischen Top-Club entwickelten. Und so ist es bis heute. Als Präsident engagiert sich Hagen Stamm seit gut einem Vierteljahrhundert erfolgreich für den Club, der ein Aushängeschild der Sportmetropole Die Mannschaft der Herren wurde in dieser Zeit vielfacher deutscher Meister, Pokal- und Europacup-Gewinner. Auch die Damenmannschaft holte bereits seit ihrer ersten Saison 2019 mehrere wichtige Titel. Hinzu kam eine eindrucksvolle Karriere in bzw. mit der Nationalmannschaft als aktiver Spieler, der in 323 Länderspielen über 750 Tore warf und für alle großen Erfolge des deutschen Wasserballteams zwischen 1977 und 1992 maßgeblich mitverantwortlich war. Und ebenso als langjähriger Bundestrainer, mit dem es das Team unter anderem zu zwei Olympiateilnahmen und in seiner zweiten Amtszeit zum erneuten Anschluss an die erweiterte internationale Spitze schaffte. Ein Leben für den Wasserball also. Und seine Heimatstadt hat davon immer in besonderer Weise profitiert. Trotz aller Erfolge ist Hagen Stamm Berlin und den Wasserfreunden immer treu geblieben. Und er hat sich auch immer sehr für die Belange des Sports in der Stadt eingesetzt, für den Nachwuchs und war unter anderem federführend an der Akquise und Durchführung wichtiger internationaler Wasserball-Events beteiligt. Man darf nicht vergessen,
Der Sport verbindet Menschen und ist oft gelebte Integration und damit von großer Bedeutung für unser Zusammenleben. Für dieses außergewöhnliche Engagement eines Ausnahmeathleten wollen wir Ihnen, lieber Herr Stamm, heute von Herzen Dank sagen und ich darf Sie nun zu mir bitten, um Ihnen den Berliner Landesorden zu geben. Sehr geehrte Trägerinnen und Träger des Verdienstordens, im Namen der Berlinerinnen und Berliner sage ich Danke und beglückwünsche Sie auf das Herzlichste zu dieser Auszeichnung, die Sie heute natürlich auch ein Stück weit stellvertretend für viele andere bekommen haben, mit denen Sie gemeinsam aktiv waren und aktiv sind. Die öffentliche Aufmerksamkeit, die Ihnen heute entgegengebracht wird, sind vielleicht nicht alle unter Ihnen gleichermaßen gewohnt. Wahrscheinlich sind Sie auch gleich wieder im unermüdlichen Einsatz für Ihre Anliegen unterwegs. Und dennoch wünsche ich Ihnen allen sehr, dass Sie die öffentliche Anerkennung genießen können, denn Sie haben sie sich verdient. Ihr Engagement und das aller anderen ehrenamtlich Engagierten ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft unverzichtbar. Es stärkt den Gemeinsinn, schafft ein Klima der Verbundenheit und erfüllt unsere Gesellschaft. Unsere demokratische Gesellschaft lebt von Mitmachen, von Einmischung, von Diskussion und Partizipation, auch von Widerspruch. Und auch davon, dass andere sich ermutigt fühlen, sich mit ihren Vorstellungen und Ideen aufzubringen. Ich wünsche mir sehr, dass diese Ordensverleihung weiterhin viele Menschen ermutigt, sich für unsere Stadt einzubringen. Berlin braucht Menschen wie Sie, die unsere Stadt immer, jeden Tag ein kleines Stück besser machen. Im Namen der Berlinerinnen und Berliner bedanke ich mich bei Ihnen, den neuen Trägerinnen und Trägern des Verdienstordens des Landes Berlin, ganz herzlich für Ihr überwältigendes Engagement. Ich hoffe, dass diese Auszeichnung Ihnen eine Bestätigung dafür ist, sich weiterhin für Berlin stark zu machen. Für mich war dies heute meine letzte Verleihung als regierender Bürgermeister. Und ich habe mich jedes Jahr sehr auf diese Zeremonie, meistens ja am 1. Oktober, gefreut und habe sie auch immer als etwas ganz Besonderes gefunden. Und was tatsächlich mich immer wieder auch gefreut hat, ist, dass wir zeigen konnten, was in Berlin möglich ist und was gelingen kann. Es wird sehr viel darüber berichtet, was in Berlin nicht liegt und stimmt. Manches müsste auch besser funktionieren, wir müssten schneller besser funktionieren. Aber so ein Tag wie heute zeigt eben, was möglich ist. Und so ein Tag wie heute zeigt, dass Berlin eine wunderbare Stadt ist, mit fast 4 Millionen Einwohnern, mit wunderbaren Menschen, in denen Solidarität und Engagement gelebt wird. Ich wünsche unserer Stadt und Ihnen allen und ganz besonders natürlich den Trägerinnen und Trägern des Verdienstordens des Landes Berlin weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
Sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister, sehr geehrter Herr Präsident des Abgeordnetenhauses, ich glaube, das ist heute der letzte Arbeitstag, weil ich große Ehre ist, dass wir heute diesen Abend zusammen ausführen können. Ist die ehrenvolle Aufgabe zugefallen, auf die Worte des regierenden Bürgermeisters zu antworten, stellvertretend für alle 10 Bürgerinnen und Bürger, die heute mit dem Verdienstorden des Landes Berlin ausgezeichnet wurden. Dabei muss ich unsere Dankbarkeit und Freude gar nicht in Worte fassen, schauen Sie sich einfach unsere strahlenden Gesichter an und die Orden, die wir hier sehen, die stehen, glaube ich, allen ganz gut. Zunächst möchte ich aber dem Gast, um den wir uns am 1. Oktober solche Sorgen machen, noch im Namen, denke ich, aller Gelehrten, alles Gute und vor allem Beste in Lesung in diesen Menschen. Mit der Ordensverleihung, die traditionell am 1. Oktober stattfindet, erinnert der Berliner Senat ja an das Inkrafttreten der Berliner Verfassung im Jahr 1950. Damals legten weitsichtige Politikerinnen und Politiker unter dem unmittelbaren Eindruck von Terrorherrschaft, Krieg, Zerstörung, Hunger, Blockade den Grundstein für eine bessere Zukunft. Eine bessere Zukunft unserer Stadt. Die Mütter und Väter der Berliner Verfassung waren getragen von dem festen Willen, ein starkes Fundament zu legen für den Aufbau einer demokratischen Stadt, in der sich Freiheit, Wohlstand und soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Schutz vor Willkür entfalten können. Das alles war damals kein Selbstläufer, keine Selbstverständlichkeit. Vieles stand ja in diesen bewegten Zeiten auf der Kippe. Heute, nach mehr als 70 Jahren, kann man wohl sagen, der Plan von damals ist aufgegangen. Wir alle leben in einer Stadt, die die meisten wohl als überaus lebenswert, als eine der attraktivsten Metropolen Europas, ja als Sehnsuchtsort bezeichnet wird. Als Stadt der Freiheiten, der Chancen, der Vielfalt und der Toleranz. Das alles konnte sich entwickeln auf dem Boden eben dieser Verfassung. Durch die neu geschaffenen Institutionen und die Menschen, die darin vorgesehenen Aufgaben zum Wohle der Stadt wahrgenommen haben und immer noch wahrnehmen. Abgeordnete, Regierung, Funktionsträger im Land und in den Bezirken. Gerade in Zeiten von unerträglichen Verunglimpfungen in den sozialen Medien, muss man auch mal sagen, diesen Frauen und Männern muss man an solchen Tagen auch einmal Danke sagen. Die Entwicklung unserer Stadt bliebe allerdings unvollständig und blutleer, wenn man sie nur von ihren Institutionen her versteht. Noch viel wichtiger erscheint mir da eine vitale und selbstbewusste Stadtgesellschaft. Eine Stadtgesellschaft, die von der Überzeugung getragen wird, dass Politik nicht alle Probleme lösen und auch nicht für jedes Problem verantwortlich wird. Und schon gar nicht in einem hochkomplexen Gebilde wie der Millionenstadt Berlin. Es geht darum, selber dort Verantwortung zu übernehmen, wo staatliches Wirken vielleicht auch einfach mal seine Grenzen hat. Jens Bissi schreibt in seinem exzellenten Berlin-Buch, dass, Zitat, die Stadtgesellschaft im Ganzen meist weiter ist als die Landespolitik. Aufmerksamer, liberaler, flexibler. Ich glaube, das ist nicht als billiges Politik-Bashing gemeint, sondern würdigt gerade die besondere Rolle der Stadtgesellschaft für die Entwicklung Berlins. Ich bin mir sicher, Berlin wäre ärmer, weitaus weniger attraktiv, ohne die jahrzehntelange Pionierarbeit für eine inklusive und chancengerechte Stadtgesellschaft, zum Beispiel der Landesvereinigung Selbsthilfe mit der Lebenden. Oder auch ohne das selbstlose Engagement
der Berliner Aidshilfe von Ute Hiller für die Belange HIV-erkrankter Menschen. Dasselbe gilt für die Kulturstadt Berlin. Wäre Berlin auch ohne die vielen Initiativen und das Engagement der Stadtgesellschaft ein kultureller Magnet in der Welt? Ohne die sagenhafte Clubszene, für deren Anerkennung als Kultur sich Pamela Schobes seit vielen Jahren einsetzt, ohne die wunderbaren Festivals von Gerhard Köpfe, ohne die eindringliche Darstellung der Brüche unserer Geschichte von Künstlern wie Wolfgang Kohlhase und Lisa Fries, Berlin wäre nicht Berlin. Das Bewusstsein und das Selbstverständnis, Verantwortung selbst zu übernehmen und eben nicht auf Politik abzuschieben, habe ich auch im Gespräch mit einigen der heute geehrten Persönlichkeiten erlebt. So treibt Dagmar Reim bei ihrem Engagement in verschiedenen Stiftungen die Frage, was hält unsere Gesellschaft noch zusammen in Zeiten aggressiver und teils gnadenloser Auseinandersetzungen in sozialen Netzwerken? Eine Frage, die nicht von Politik allein beantwortet werden kann, sondern nur aus der Mitte der gesamten Gesellschaft. Und Michael Kramer, der selbst Politiker ist, bringt die unterschiedlichen Rollen von Zivilgesellschaft und Politik treffend auf den Punkt, wenn er sagt, ich zitiere, es waren Initiativen von Menschen, die die Welt veränderten. Die Politik in Ost und West hatte darauf nur reagieren müssen, Zitat Ende. Auch Michael Kramer hat die Welt mit dem Berliner Mauerradweg verändert, aus dem heraus sich mittlerweile 20 Länder miteinander verbinden. Und ja, sich für Berlin engagieren tut uns gut. Hagen Stamm, ein Stern im Berliner Sporthimmel, ist dankbar für das Erreichte und möchte der Gesellschaft etwas von seinem Leben zurückgeben, indem er dies auch der nächsten Generation Jugendlicher ermöglicht. Und Gerhard Köpfe sagte mir, sein Einsatz habe ihn nicht nur äußerlich, oder nicht in erster Linie äußerlich, sondern vor allem innerlich reich gemacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir ist natürlich klar, dass der Verdienstorden eine sehr persönliche Auszeichnung ist. Und ich glaube, dafür sind wir alle dankbar. Aber man kann ihn auch in einem größeren Sinn als Anerkennung für die übertragene Bedeutung einer engagierten Stadtgesellschaft, einer Zivilgesellschaft in unserer Stadt verstehen. Für ein bürgerliches Engagement, das tagtäglich zigtausendfach in Berlin selbstlos und ehrenamtlich geschieht. In Nachbarschaftshilfe, in Sportvereinen, in sozialen und kulturellen Fördervereinen, bei der Hilfe für Geflüchtete, für Obdachlose, in der Pflege und Betreuung kranker Menschen, in Hospizen. Um nur einige Beispiele zu nennen, die Liste ist unendlich lang. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, können wir den Berliner Verdienstorden stellvertretend für eine sehr lebendige Zivilgesellschaft in unserer Stadt dankbar und demütig entgegen. Herzlichen Dank.
Achso, das müssen wir selber machen. Kann man das von hier machen?